Das ist einfach eine Skulptur. Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem letzten Teil meiner Halloween-Trilogie. Und zwar spielen wir heute eine bestimmte Minecraft-Map. Und zwar sehen wir sie hier schon, die The Librarian-Map. Das ist eine Horror-Map, die mit Hero Brand zu tun hat. Hat auch ein Custom-Pack, also wird es recht schwer für mich, um ehrlich zu sein. Ich habe da eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Wenigstens wird sie blind sein, sodass ich nicht weiß, was mich erwartet. Außer nicht so wie bei der hier, die ich eigentlich vorhatte zu spielen. Die Five Nights at Freddy's Map. Da wusste ich halt, was kommt und deswegen war es auch irgendwie nicht so cool. Und ich hatte auch keine Lust, die zu spielen. Deswegen werde ich hier jetzt einfach mal reingehen. Und gucken, was mich erwartet. Und dann würde ich sagen, machen wir wieder den Horror-Modus an. Ja, warte. So, da wären wir. Okay, erstmal hier die Rules. The Rules and Resource. Okay, the Rules. Use the Resource Map will be super confusing if you don't. Difficulty hard if you don't do this. Map may break. Post a comment on the forum if you liked it or hated it. Don't break anything, nothing. Do not use /kill as the command will mess up the map and may take you directly to the end. Have fun if you're scared, you're not forced to continue. Jetzt verstehe ich nicht, keine Ahnung. Please turn all sounds and music on for this map. The resource pack will use many sounds, some of which may be loud, you have been warned. Ach Leute. The sounds except audio logs come from freesound.com and I credit the creators in the forum post. Feel free to use MC Patcher or Optifine. If you do, you will notice variant textures. Finally, make sure you enable the resource pack. There have been reviews that haven't enabled it and it's not very scary without it. Trust me, have fun. So, hier haben wir die und Difficulty Hard ist ja eh hier gemacht. So, the Librarian, a Horror Map for one player or two, one suppose. Okay, dann haben wir hier Introduction. You wake up in the library. You don't know how you got there or who you are. There's blood on the floor, and you get the sense that something horribly wrong is going on. Can you escape? Feel the white eyes. Fürchte die weißen Augen. Wake up. He's coming. Oha, Junge. Also es geht hier eindeutig um Hero Brian wegen Fear the White Eyes. Ihr wisst es ja alle. Hier auch in meinem Skin zu sehen. Die weißen Augen mit dem Blut, das da runterläuft und so. Ich kann auch hier mal... Ups. Ich kann auch hier mal kurz alles ausmachen. Dann sieht man hier auch etwas mehr... Naja, halt unter dem Schleier so. Etwas zerfetzte Kleidung kann man da oben so sehen und oder da rechts so. Und Blut halt so übel ist. Ich mach's mal wieder an, weil sonst sieht's scheiße aus. So. Und damit, Leute, wünsche ich euch ein Happy Halloween und wir können beginnen. Wow, wow, wow! Ach du Kacke! Where am I? This isn't where I fell asleep. What's going on? You are not supposed to be here. Leave now. Who said that? Like I want to be there, here. But how to get out? Ich lass mal kurz ein bisschen runter. Ich habe keine Lust, hier einen Herzinfarkt zu bekommen. Mach das hier auch mal so. Und ja, alles von so. Okay, das dürfte passen. Also. Oh Gott. Das Blut.
Ich hoffe, jetzt dauert nicht so lange. Ich nehme das gerade um kurz nach kurz vor 4 auf. Bringt mir eh nicht so um die Ecken zu gucken. Leute, ohne Spaß, ich schwitze, weil ich überhaupt keinen Bock darauf habe. Aber. Okay, jetzt komme ich hier wieder raus. White Eyes. Ich glaube, ich sollte den Blutspuren folgen. Jetzt ist hier ein langer Gang. Okay, nee, jetzt geht's wieder rechts. Wo kommt endlich ein erste Jumpscare, Leute? Ich habe darauf keine Lust. Ich will das nicht. Spaß, Leute. Ich hasse alles, was mit Horror zu tun hat. Ich habe ein mega schwaches Herz. Boah, wenn das Video nicht mindestens 1000 Likes bekommt. No. Leute, no. Also nein. Okay, ciao. Nein. Jetzt haben wir Slowness und Blindness. Ich kenne die Map übrigens, weil ich sie bei... Achso, übrigens, der Download-Link ist in der Beschreibung. Ich kenne die Map, weil ich sie mal bei Shuffle gesehen habe, sage ich mal. Mit dem Titel Herorun Horror Map, aber ich habe das Video natürlich nicht angeguckt. Nicht komplett angeguckt, nur so ein bisschen. Weil ich ja vorhatte, sie noch zu spielen. Das wäre ja dumm gewesen. Okay. Das hier kann ich nicht öffnen. Da muss vermutlich ein Schalter hin. Das haben wir gesehen. Steht hier. Wake up. Ich laufe erstmal hier durch. Das ist einfach eine Skulptur. Ich sollte sie mal lieber nicht so lange angucken. Ich will hier aufwachen, aber ich kann es nicht. Ich frage mich, wie lange das dauert, die Map. Hier drauf gehen. Okay, nee, passiert nichts. Kiste. Little Red Riding Hood. 2x6. Once upon a time, there was a little girl named Little Red Riding Hood. She was named so because she always wore a scarlet cloak and hood. One day her mother told her, "Fear your grandmother's getting sick." So Little Red Riding Hood took off through the woods, happily carrying her basket of sweets. Her mother was not particularly
Lerly, thrilled to have the girl running through the woods by herself, but it was no matter. Unbeknownst to either her mother or Red, a wolf sitting outside the window had heard them talking, and he hurried through the woods to get to the grandmother's house first. She opened the door, whereupon he redacted. Red eventually arrived at the house, and the wolf, dressed in her grandmother's clothes, called out, "Come in, dearie." She came in and beheld her grandmother rather hairier than she remembered. She sat down next to the old woman. "Why, grandmother, what big hands you have?" "Are the better to knit with, my dear." "Why, grandmother, what a hairy face you have." "Are the better to see you with you, dear." "Why, grandmother, but big teeth you have." "Are the better to..." Redacted. Scheint, halt Rotkäppchen zu sein. Aber am Ende wird's irgendwie komisch hier. Ich schwitze, Leute! Ich schwitze einfach nur. Hier kommt gleich ein... Ja, hier kommt gleich was. Oh, Junge. Computer Lab. No, schon wieder. Ich laufe mal hier drüber, vielleicht steht hier in den Comment Blocks irgendwas. Ich mach mal wieder zu. Ich müsste mich eigentlich beeilen, aber. ja. Weil ich das Video auch heute noch bringen möchte an Halloween. Spasti, Alter, Spasti, so ein Spasti. Hello, Hero, du bist ein Spasti. Was ist das hier? Brothers Duel. Apotheosis. Das ist The Eight. Wegen Slender. Das ist Temptation. Key. Ich habe hier den Key und Mysterious Book. Sometimes when in a horrible situation, a victim will retreat into a fantasy world from which they cannot wake up. Wake up! The victims live in a world inside their head, which gradually gives them clues that they need to wake up. Wake up in the form of notes and other clues. Sometimes a figure even comes to them in their fantasy and forcibly asks them to please wake up. Ist dieser Typ aber mit ihm genommen. Temptation wegen Verlangen, wegen einer Zigarette. Ist auch. Wurden die alle fällt, die Bilder? Ja, das ist. Das sind auch weiße Augen. Überall sind weiße Augen. Hier reingehen?
ja nicht so. Wenn ihr jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen könntet, Leute. Die Skulptur, die hier gerade noch stand, ist nicht mehr da. Geil, Alter. Geil, geil, geil. Ich will aufwachen. Warum kann ich das nicht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Ah! Oh mein Gott! Ah, Leute! Oh mein Gott! Bitte verschwinde, Alter! Glaube ich erstmal, wenn ihr mal sehen könntet, wie ich schwitze. Stufen noch unten. Das bedeutet nichts Gutes. Meine Beine zittern wird. Audiolog. Vier Bücher. G2. Ich schicke das mal hier rein. Hello? Hello? Can anyone hear me? My name's Mark. I don't know where I am. One second I was studying trig in my high school library, and I don't know, it changed somehow. Everything's really dark now. I don't know where I am. I keep hearing this voice telling me to leave, but I don't know what it means. It's even know what's coming on. I'm recording these discs in case anyone finds them. Maybe they can help me somehow. Please, if you're hearing this, please help. Was ist das? Ich nehme das mal ein bisschen mit. Doch den Inhalt von das hier und das hier. G2. Alter, Leute, ich sollte sowas nicht machen. Ich bin so froh, wenn diese Scheiße vorbei ist. Das Sound hat aufgehört. Sollte ich ein bisschen hier durchgehen? Da liegt ein Skelettkopf. Naja, also sowas schreckt mich ja nicht mehr ab, ne? Nee, hier ist nichts. Das ist einfach nur... Meine Fresse. G2.
Wartet mal eben. Ich muss mal kurz gucken. Ich muss wahrscheinlich in den Gang. Geht zwar ja, aber ich muss mal kurz gucken, wie das jetzt angeordnet ist hier. Also das hier dürfte A2 sein, dann ist das hier B2, C2, D2, E2, F2, G2. Zweiter Audiolog und J1. Hi, this is Mark again. I still don't know where I'm seeing some really weird stuff here. I have no idea what kind of library this is. There's blood on the floor. I'm really worried. I keep seeing writing all over the walls that says wake up. I don't know what this means. Am I dreaming? I hope I'm dreaming. Ich habe mal kurz Pause gedrückt, um zu gucken, ob ich überhaupt aufnehme. So, das war's, glaube ich, mal wieder. J1 soll es jetzt weitergehen. Leute, Leute, Leute. Ich habe keinen Bock, Alter. Ich hasse diese Scheiße. Nee, J1. Das ist bestimmt eine Trap-Chest, die jetzt irgendwas auslöst. Hier habe ich einen Key. Jod, sprinten. Nee. Dachte ich mir. Das Foyer. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 21 Minuten. Überall Blut. Oh Leute, ich hasse es. Nackter Steve, was hält er in der Hand? Alle halten ein Buch in der Hand. Dahl. Die haben alle Namen. Homer. Dickens. Das sind doch alles Dichter. Ja. Dichter, die hier ausgestellt sind. Oder, keine Ahnung, Schriftsteller, was weiß ich. Charles Dickens und dieser berühmte Dichter Homer, oder wie er heißt. Hier wieder. Amazon. Him. Das ist ein Him, wenn es geht. Collins, Rowling, J.K. Rowling. Die ist doch noch gar nicht tot. Crawl Elevator. Das hier ist einfach nur ein Brunnen. Und jetzt sitzt Leute. Muss ich da so schnell es geht reingehen oder was? Oh ja, das ist ja ganz cool gemacht, Leute. Aber ich bin mir sicher, gleich kommt wieder aus. Exit? Das glaube ich dir nicht, Alter. Wenn ich das so. Oh Gott. Elevator. Hello, it's Mark again. I've got it all figured out. You read the book in the library, right? We're dreaming right now. This is the fantasy world, and whoever's in here with us is trying to wake us up. Listen to me. Don't let him wake you up. You know the book. Whatever's out there in the real world is so much worse than what happens. So don't let him wake you up. Das heißt, ich soll nicht aufwachen.
sonst kommt er. Oder? Das hier ist eine Fantasy-Welt. Ich verstehe das ganz. Gleich kommt's, Leute. Gleich kommt's, aber ich hoffe, dann ist es auch zu Ende. Ich hoffe mal, das hier ist der richtige Weg. Ich zittere, Leute. What, but I died? Where am I now? You're in hell, literally. What, but I was in the library and you were. And you were there. Mark was right, Eriko Croft. That was but a dream. When in a horrible situation, the mind will escape to a dream from which it cannot wake up. You needed to escape hell. It wasn't to escape. But it was terrifying. I wasn't an escape. As Lord of the Nether, it is my duty to make sure no one ever escapes, not even through dreams. I came to you in the dream and forcibly woke you up. Compared to hell, that dream was nothing, and you cannot wake up from this. You bastard, I'll find a way out of here that's real and not a dream. I'll kill you. Good luck with that, Eriko Croft. You can't kill a god, and as for you, the nightmare has only just begun. The map is finished and so you are. So Leute, das war's nun mit meinem Halloween Special. Also ich will dafür jetzt echt, dass ich das gemacht habe. Dafür will ich jetzt gut was sehen. Also dann kann ich jetzt auch wieder den Gruselmodus ausmachen. Und damit will ich sagen, das war's nun mit Halloween. Hier ist unser guter alter Freund Herobrine. Und Happy Halloween noch, meine lieben Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch ein Like und auf Wiedersehen. Ciao.